Was geht? Das Video habe ich mit Quotenapfel aufgenommen. In dieser Folge geht es um Drogendelikt, aber ich will mal nicht spoilern. Seht selbst. Viel Spaß beim Video. Adept, sage ich schon. Ach, da bist du, okay. Schönen guten Tag, Herr Ghost. Groß, ja, Polizeiauto. Recon, Recon, Recon. Brauchst du was? Hä? Brauchst du was? Brauchst du was? Wo es steht Ihr Polizeiauto, ich will es klauen. Tut mir leid, aber ich hab nichts. Aber warte doch, doch. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mal mit. Ich hab was. Ganz ruhig, komm mit. Hey Quotenapfel, komm mal her, wir haben eine Geisel. Was? Komm her, komm. Hast du Handschuhe? Hey, ruhig hier. Komm mit. Ich zeig dir was Cooles. Hast du Handschellen? Ich hab Handschellen. Nein, wir tun den erst vergewaltigen. Ja, schlag den mal nieder und ich nehme ihn fest. Nein, hast du überhaupt Handschellen? Ja, hab ich. Warte, dann renne ich hier kurz in mein Haus, falls das nochmal Komm ist. mit. Ich zeig dir mein Drogenversteck. Hallo, Herr Bauer. Hallo, Herr Bauer. Mann, alle Häuser sind schon verkauft. Ich habe ein Haus gefunden. Okay, los. Dann nimm mir das. Ich sag dir, es ist reiner guter Stoff. Ja, Deutsch 6. Wo Ja, bist du du? bist an mir vorbeigerannt. Echt? Ach hier. Komm rein. Mach die Tür zu und schließe den ab. Da Schlag. sind nicht mal meine aus. Nein? Scheiße, ich hab nicht mal Handschellen. Ich komme nicht wieder. Gut. Ich hole noch den Stoff, okay? Mein Kollege wird sie Geh schon mal den hier Hause. Dings. Ich hol schon mal Handschellen, ja? Ich hol schnell Kabelbinder. Und halt ihn auf Trab, ja? Jetzt müssen wir warten. Einfach Ja. hinsetzen. Schnell, schnell, schnell. Was sollen wir denn mit ihm machen? Keine Ahnung, vergewaltigen. Ich Okay, guck erst die mal auf die Karte. Vergewaltiger auf Streife oder was? Wir sind die Vergewaltigen. Ja, Kabelbinder. Okay, ich komme. Ist er noch da? Ja. Wir brauchen Auto, ne? Du weißt schon, dass wir ein Auto brauchen. Warte, ich bin gleich da. Er guckt ja seiner Frau ins Fenster, sieht so geil aus. Frag ihn mal, auf was für einen Stoff er steht. Ich soll sie mal fragen, auf was für einen Stoff sie stehen. Wie ist Auf was denn. für Drogen stehen sie? Ich bin wieder da. Schönen guten Tag, ich bin wieder mal da. Ich habe den Stoff dabei. Warten Sie kurz. Warte, ich muss erst mal gucken. Steuerung. Ah, ja, das haben wir dabei. Ja, hier, das ich gebe es Ihnen jetzt mal. Da, hier, Jiangxi. Hey, wieso kann ich denn Shift R drücken? Shift V erst. Nein, da nicht, da draußen ist gerade einer mit Waffe. Bitte nicht reingucken, das sind illegale Geschäfte. Darfst du nicht. Tut mir leid, aber Sie müssen jetzt gehen. Das ist unser Stammkunde. Der will immer in Ruhe gelassen. Eigentlich dürfen Sie ja gar nicht von unserem Stammkunde das Gesicht sehen. Also bitte entfernen Sie sich schnell. Sie können gerne einen Termin machen, dann können wir Sie auch mal hier einladen in unsere Drogenküche. Aber jetzt nicht. Vor allem, der hat sein Auto vergessen.
Der hat sein Auto vergessen. Der ist hier drin. Hey. Schönen guten Tag. Raus! Ich bin der Nein, das ist mein Kollege hier. Den gehört das Haus. Eigentlich nicht, aber. Ich habe aber gerade meine Lizenz verloren. Ich hole kurz meine Lizenz wieder, bis gleich. Nicht erschrecken. Mit SDGV oder SchiffV tut sein Niederschlagen. Ja, mein Sohn. Aufnahme läuft. Kannst du das? Bleib einfach hier, mein treuer Stammgast. Und Hawk? Okay, sie können einfach auch mal hier drin bleiben am besten. Warte. Willst du den auch mal wieder können? Ja. Komm mit, ich brauch deine Hilfe. Nein, warte, ich hol mir jetzt erstmal Hauslizenz. Okay, warten Sie, mein Kollege holt noch die Lizenzen und dann können wir hier schöne Geschäfte machen. Einfach, sie müssen einfach hier im Büro bleiben. Hawk, ich dachte, sie sollen... What? Ich dachte, wir wollen Geschäfte hier führen. Alter, hier ist wieder so ein Tummel um Hauf. Er ist gestorben! Sag mal, es dauert 2 Minuten. Er ist einfach durch die Wand gebackt. Hawken oder der... Ja, nein, dieser Raccoon Trump oder wie der heißt. Was? Nein, ist der Stammgast. Oh nein, unser Stammgast. Nein, der lebt gerade noch. Der hat er eine ist... Nachricht kam. Mann, ich wusste, dass das Haus nicht sicher ist. Scheiße. Lass uns mal als Drogengeschäftshaus nehmen. Naja, dann haben wir einen schon mal weniger, denn sind sie jetzt unser neuer Stamm gekommen. Sie mal mit ins Büro. Dann klären wir mal, auf was sie hier so stehen. Hier ist wieder ein Getummel. Nein, keine Sorge. Apotheke, Alter. Entschuldigung, aber wir machen hier Geschäfte. Bitte entfernen Sie sich. Mann. Immer Leute, die hier dazwischen funken müssen. Ich glaube, ich werde ihn gleich umbringen, Alter, durch die Droge, die ich mitgenommen habe. Was ist denn, der Herr? Ist das noch ein neuer oder wie? Wir verkaufen hier, Lichterketten und Leuchtzubehör für Sonderpreise. Wenn Sie reinkommen wollen, gerne. Ich kann Ihnen ein paar gute Exemplare zeigen. Kommen Sie mal mit. Ja, die schläft, einfach nicht beachten. Oh shit, draußen ist ein Cop, Alter. Der ist gerade bei mir drin. Der ist irgendwie hier unten, passe auf, irgendwo hier ist ein Loch im Boden. Und also würde ich aufpassen. Kommen Sie mal mit, hier sind die Exemplare an der Wand, hängen Sie. Verschiedene Stärken. Und ja, wenn Sie wollen, kriegen Sie sogar zum Sonderpreis. Also echt gute Preise. Ja. Ja. Oh, hab ich in die Tür zu gemacht. Warte, ich war's auch. Wollen Sie ein paar Lichterketten oder Lampen für Ihr schönes Home? Alles klar. Okay. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie? Hallo, Herr Kollege, das ist ein... Er wollte uns mal unsere Lichterketten hier angucken. Mann, Kollege, ey, passt doch mal auf hier. Ja, tschüss. Ich hab gehört. Hast du das Haus gekauft jetzt? Ey, was brichst du denn dauerhaft das Haus hier? Hoh, kommen Sie jetzt mit, jetzt sind wir erstmal in Ruhe. Jetzt können wir die Lichterketten hier, die Sie haben wollen, besprechen. In verschiedenen Farben. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Gut, hier. Alle Lichterketten, Leute, hier rein. Dann komm mit in den Raum rein. So, bitte mal Büro schließen, Kollege. Die Tür klemmt. Nicht erschrecken jetzt. Nein, ey, warte. Ich sicher ist sicher, wenn die Polizei also, reinkommt. Also ich hab die... Ah, danke. Ah,
Der hat mir 1,8 Millionen gegeben, ne? So, ich hab das. Sollen wir die jetzt alle festnehmen? Ich hab die Lichterketten dabei, bloß in Form von Morphion. Das ist okay. Hey, guter Stab. Aber die anderen Leute, die, also, das ist erstmal unser Büro, also wir gehen Reihe nach Reihe. Nehmen uns jetzt noch ein Zimmer, da warten bitte die immer einer pro Person. Also, Kollege, führ mal die Person bitte ins andere Wartezimmer. Du kannst hier bleiben. Du bist der Erste am besten. Ich bin auch mit ins Wartezimmer. Kollege, kommst du wieder rüber, wenn du es gemacht hast? Danke. Bitte Tür schließen. Was jetzt? So, wie viel wollen Sie denn? Was, auf was stehen Sie denn? Wie bitte? Okay, warte, da haben wir was. Haben Sie schon bezahlt? Haben Sie eigentlich schon bezahlt? Warum haben Sie denn niedergehauen? Bitte bleiben Sie im Wartebereich. Tut mir leid, das musste ich tun, sonst kann ich die Droge nicht in Ihnen reinspritzen. Sie wollen es ja sofort haben, warten Sie mal. Ich kann irgendwie nicht festnehmen. Warte, ich gebe Ihnen das Morphium. Warte, haben Sie die? Und, spüren Sie schon irgendwas? Wie ist Ihr Name? Kennen Sie Ihren Namen noch? Wissen Sie irgendwas? Wie ist Ihr Name? Hallo. Wir müssen unsere Stammkunde immer auf den Zettel schreiben. Ah, okay, gut. Falls Sie noch mehr kaufen wollen, hier, warte, ich gebe Ihnen mal meine Karte, ich suche sie mal schnell. Wo waren die? Hier, bitteschön. Digga, ich kann die nicht festnehmen. Warum kann ich die Leute nicht festnehmen? Wie heißt er denn? Keine Ahnung. Wie heißen sie denn, hier auf der Insel? Sean Arnus. Ah, gut. Dann warte mal, ich schreibe sie gleich mal hier auf. Sean Arnus. Ja. Ja, das macht denn 500k. Also 500.000. Erstmal Freundschaftspreis, also weil sie es sind natürlich. Ach so. Ah ja, tut mir leid. Entschuldigung. Okay. Dann können Sie jetzt gehen. Schönen Tag noch. Und falls Sie nochmal irgendwas brauchen, einfach klingeln. Der nächste. Der nächste, bitte. Bitte gehen Sie jetzt raus. Bitte gehen Sie jetzt raus. Der nächste, bitte. Ja. Ey. So, Leute. Okay, Haken ist dran. Hawk ist dran. Also, wollen Sie uns jetzt Angst machen oder wie? Ja, sind Sie. Aber gucken Sie mal Herr Hawk an, der ist doch einflößend. Angsteinflößend. Bitte hä, wie haben Sie das denn gemacht, Hawk? Wie haben Sie das denn gemacht? Achso, gut. Würden Sie mir verraten, wie Sie das eben getan haben? Bitte warten Sie hier draußen. Wie bitte, warte? Nein. Nochmal bitte? Kabelbinder habe ich immer dabei. Und wie aktiviert man die? Bitte draußen warten. Einfach hinter den Stellen oder was? Für Leute wie die? Wir brauchen schon mal... Ey, Entschuldigung. Sie können bitte jetzt gehen. Sie haben Ihre Ware gekriegt und tschüss. Schön mit Öl. Ich habe selber Kabelbinder dabei. Ich weiß nicht, wie man das macht. Da steht Shift R und... Aber das klappt nicht. Vorsicht, hochgefährdet die Dinger. Warte mal. Na dann werfen Sie mal die Kabelbinder durchs Fenster. Hast du das Haus gekauft? Ja. Dann schließ mal die Tür einfach ab. Wie wär's damit? Jo, das war's auch schon an dieser Stelle von mir. Danach kam ein Server-Restart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Schön mit dir.